Ich wünsche euch einen wundervollen vierten Advent. Heute ist der 19. Dezember. Also so langsam gehen wir ja final in die heiße Phase auf Heiligabend und Weihnachten über. Und ja, wie gesagt, in altbewährter Manier möchte ich zunächst ein Gedicht vortragen. Wieder ein ganz, ganz tolles, meiner Meinung nach. Und zwar diesmal von Theodor Storm, das Weihnachtsfest. Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte und kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre ferner Kirchenglocken in märchenstiller Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich nieder, anbetend, staunend muss ich stehen. Es singt auf meine Augenlider. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen. Viel mehr Poesie an Weihnachten gibt es im Prinzip eigentlich fast gar nicht. Es gibt ja eine Vielzahl an Gedichten. Ich habe mir wirklich eine ganze Menge durchgelesen und ich habe die für mich besten rausgesucht. Da steht auch noch zur Auswahl Knecht Ruprecht und sowas alles. Aber lasst euch überraschen, es kommt ja noch ein Video am 24. Dezember. Und an dieser Stelle möchte ich, weil ich doch in den vergangenen Monaten sehr gute Erfahrungen gemacht habe damit, einen Feuerstahl verlosen. Man muss es so ein bisschen da reinfinden, man muss so ein bisschen das Prinzip verstehen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das macht es gerade aus. Deswegen verlose ich an dieser Stelle jetzt einen Feuerstahl an euch. Schreibt mir gerne, falls ihr den Feuerstahl gewinnen wollt, was ihr damit als erstes anzünden würdet, wenn ihr ihn gewinnen würdet. Und ich freue mich jetzt, wie gesagt, an dieser Stelle auch auf eure Kommentare und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wundervollen vierten Adventssonntag. Und ja, ein weiteres Video wird ja noch folgen. Lasst euch überraschen, da wird auf jeden Fall nochmal ein richtiges Highlight bei sein. Und bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.